Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch drei leckere Rezepte mit dem Airfryer vorstellen, mit der Heißluftfritteuse. Ich bin so begeistert von diesem Gerät, weshalb ich euch heute dieses vorstellen möchte. Und zwar unter anderem deshalb, weil man damit sehr gesund kochen, backen und braten kann. Denn man kann damit nicht nur ohne toxisches Speiseöl frittieren, weil das ungesunde frittierende Öl hier durch ein schnelles Luftzirkulationssystem ersetzt wird. Abgesehen also von der gesundheitlichen, fast fettfreien Zubereitung der Speisen, spart man damit auch noch sehr viel Zeit und auch Energie, weil die Speisen damit in sehr kurzer Zeit zubereitet werden können, weil sie durch das ausgeklügelte heiße Luftzirkulationssystem sehr schnell gar werden. Hinzu kommt die denkbar einfache und komplikationslose Zubereitung der Speisen, indem man sie einfach in den Korb legt, auf das zugehörige Programm klickt und den Airfryer alles selber machen lässt. Mit dem Airfryer kann man also kochen, backen, grillen, frittieren, braten, ohne dass man das Gargut dabei beaufsichtigen muss. Man spart sehr viel Zeit und sehr viel Energie dadurch. Und da man fast fettfrei damit frittieren kann, wird dadurch verhindert, dass ungesunde Fette in das Bratgut eindringen, wie das bei herkömmlichem Frittiergut passiert. Stattdessen benutzt man wenige Teelöffel gesundes Öl, wie zum Beispiel Kokosöl oder andere gesunde Fette, sodass man auf diese Weise sehr viel gesündere Gerichte damit zubereiten kann. Hier sehen wir das Rezeptbuch, was mit diesem Gerät mitgeliefert wird, was sehr viele leckere Rezepte vorstellt, die man mit diesem tollen Gerät zubereiten kann. Ich zeige euch jetzt drei verschiedene Gerichte. Zuallererst hier dieses ketogene Schnitzel aus Hähnchenfleisch. Ein gesundes Low-Carb-Gericht, welches fast ohne Kohlenhydrate auskommt. Ideal in der ketogene Küche wäre es natürlich, wenn man Biofleisch verwenden würde und auch Bio-Eier. Denn die ketogene Ernährung sollte nicht nur Low-Carb, sprich weitgehend ohne Kohlenhydrate auskommen, sondern auch möglichst noch gesund sein. Deshalb benutzen wir für das ketogene Schnitzel jetzt hier Bio-Hähnchenbrust, die wir jetzt hier mit dem Kartoffelstampfer möglichst noch flach klopfen. Dadurch wird das Fleisch einfach etwas größer und dann werden wir folgende Gewürze verwenden. Himalaya-Salz, Bio-Gemüsebrühe, frisch gestoßener Pfeffer, Kurkuma, Paprika und frisch gemahlener Koriander. Die Gewürze werden jetzt miteinander mit dem kleinen Teelöffel hier vermischt und dann werden wir das Fleisch von beiden Seiten etwas damit bestreuen und auch schön einreiben von beiden Seiten. Und wenn wir das getan haben, dann werden wir die restlichen Gewürze später noch in die Panade mischen. Und wir haben jetzt hier eine Panierstraße aufgestellt. Das hier sind Flohsamen und das hier ist jetzt Mandelmehl. Zum Bio-Mandelmehl habe ich noch ein wenig Bio-Haferkleie hinzugegeben, aber die könnte man auch weglassen. Haferkleie hat eben nur sehr wenig Kohlenhydrate, aber sie hat doch ein wenig Kohlenhydrate, deswegen könnte man sie auch weglassen und nur einfach das Mandelmehl benutzen. Und dann kommen eben die restlichen Gewürze jetzt noch hier hinzu, zu dieser Mandelmehl-Haferkleie-Mischung. Sobald wir diese Mischung fertiggestellt haben, dann werden wir jetzt noch die Eier zusammen mit ein wenig Biomilch hier vermischen. Das heißt, man könnte auch stattdessen drei Eier nehmen, aber die Milch benutze ich jetzt nur, um die Eier ein wenig zu strecken. Und sobald wir die Eier fertig verquillt haben, dann können wir auch anfangen, die Schnitzel jetzt hier zuallererst in die Flohsamenschalen zu legen. Und da ist es wichtig, dass wir die ganzen Flohsamenschalen nehmen, nicht das Flohsamenschalenpulver, weil das Flohsamenschalenpulver sehr viel mehr Flüssigkeit aufsaugen würde, wodurch der Schnitzel dann etwas matschig werden würde. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir nur die Flohsamenschalen benutzen, denn die erzeugen genau die richtige Konsistenz hinterher für die Panade. Das Schnitzel wird dadurch richtig angenehm, saftig und trotzdem trocken, wie ein Schnitzel eben sein muss, einfach richtig köstlich. Und wer nicht wüsste, dass diese Schnitzel ketogen paniert sind, würde nicht dahinter kommen. Denn im Geschmack und der Konsistenz merkt man überhaupt keinen Unterschied zu herkömmlichen Schnitzel. Und dann werden wir noch etwas geschmolzene Butter jetzt auf die Schnitzel oben drauf geben und dann kommt das Ganze ab in den Airfryer. Und wird bei 180 Grad Celsius für 20 Minuten darin frittiert. Und das war es dann auch schon. Also man könnte dann zwischendurch, wie hier, nach etwa 10 Minuten einmal kurz die Schnitzel umdrehen und sie nochmal von der anderen Seite genauso goldgelb frittieren sozusagen. Und dann sind die auch schon fertig. Das heißt, die brauchen insgesamt nur 20 Minuten und sind dann gar und zart und saftig und einfach nur köstlich. Subhanallah, also das geht so schnell und so einfach.
Hier haben wir sie jetzt fertig. Es ist also nicht notwendig, solche Schnitzel in der Pfanne aufwendig zu braten mit viel ungesundem Speiseöl und dann ständig zu wenden und die Spritzer dabei. Es ist so viel praktischer, das Ganze schnell und sauber in dieser Heißluftfritteuse garen zu lassen. Und wie ihr seht, der Schnitzel ist durch. Das schmeckt saftig und köstlich und genau wie ein ganz normales Schnitzel, Marschaller, einfach lecker. Dazu noch ketogen und gesund. Und das einzige Fett, das wir hier verwendet haben, ist gesunde Bio-Weidebutter, die man, wenn man möchte, auch noch auf die andere Seite streichen kann, wenn man sie dann umdreht im Airfryer. Ja, und wie man sieht, sind diese leckeren, gesunden, ketogenen Schnitzel so schnell und einfach herzustellen. Man könnte sie dann mit meinem leckeren Cashew-Dip zusammen servieren, wie wir das jetzt hier getan haben. Den Cashew-Dip, den werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Den finde ich einfach so köstlich. Den kann man zu allen möglichen solcher Art von Gerichten eben servieren. Das Video dazu solltet ihr euch unbedingt nochmal anschauen. Wie gesagt, der ist einfach so lecker. Und hier dabei sehen wir auch gleich schon die Potato Wedges, die wir als nächstes zubereiten werden. Die sind zwar nicht ketogen jetzt, aber Herdenschale, die habe ich halt hier jetzt dazu serviert für meine Familie, die sich jetzt nicht ketogen ernähren. Ja, und um die Potato Wedges hier herzustellen, benutze ich hier Kokosöl. Und zwar natürlich wieder natives Bio-Kokosöl, das ich kurz dann erhitzen werde. Und dieses erhitzte Kokosöl kommt jetzt über die Potato Wedges, also über die geschnittenen Bio-Kartoffeln, die ich mit der Schale so geschnitten habe. Dazu kommen die folgenden Gewürze: Himalaya-Salz, Bio-Gemüsebrühe, Kräuter der Provence, Oregano, Paprika und Kurkuma. Das kommt dazu, diese Gewürze. Dann geben wir noch Bio-Paprikamark und etwas Bio-Senf hinzu. Und dann wird das einfach alles hier gut vermischt mit den Bio-Kartoffeln. Und wichtig ist eben, dass die Schale dran bleibt, denn unter der Schale sitzen immer die meisten Vitamine. Und wenn wir alles gut vermischt haben, dann kommt diese Mischung einfach in den Korb des Airfryers. Und dazu stellt man das entsprechende Programm dann einfach ein und schon verrichtet der Airfryer alles alleine. Und nach etwa 20 Minuten sind diese leckeren Potato Wedges auch schon fertig. Man könnte nach der Hälfte der Zeit einmal kurz den Korb etwas schütteln und dann wieder reinstellen und dann weiter frittieren lassen, damit sie von allen Seiten gleichmäßig frittiert werden. Und so sehen die dann aus, wie ihr seht. Das geht so richtig schnell, ruckizucki und so gesund, ohne irgendwelchen schädlichen Fette, eben nur mit dem gesunden Kokosöl. Marschala. Zu Potato Wedges hatte ich ja auch schon verschiedene Videos gedreht, die kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken, die ich damals im Ofen halt gebacken hatte. Und das war sehr viel aufwendiger und hat sehr viel länger gebraucht und verschwendet eben sehr viel mehr Energie, weil es eben erstmal eine ganze lange Zeit braucht, bis der Ofen vorgeheizt wird. Und bis die Potato Wedges dann endlich gar sind, das braucht, wie gesagt, im Ofen sehr viel länger und verschwendet sehr viel mehr Energie. Und im Airfryer geht das eben so ruckizucki, weil das eben ein sehr kleiner Raum ist, der schnell aufgeheizt wird. Und durch dieses schlaue Luftzirkulationssystem kommt die Hitze eben an jedes einzelne Teil heran, welches auf diese Weise in kürzester Zeit gegart wird. Der Korb im Airfryer hat ein Fassungsvermögen von 6 Litern, es passt also eine ganze Menge hinein. Allerdings sollte man ihn natürlich auch nicht überfüllen, aber eine vierköpfige Familie könnte damit auf jeden Fall gesättigt werden, mit der Menge, die in diesen Korb hineinpasst. Es gibt von Airfryern verschiedene Modelle natürlich, zum Beispiel von Philips und von anderen Firmen. Dieser von Insky ist besonders günstig, weshalb ich mir diesen auch ausgesucht habe, der kostet 89 Euro. Was sehr günstig ist im Vergleich zu anderen Modellen, die zwischen 200 und 300 Euro kosten. Für mich hat es sich allemal gelohnt, denn ich bereite darin jetzt alle meine Ofengerichte, meine Bratengerichte, sogar Kuchen und Brot kann man darin backen. Das Gerät ist so vielseitig, Mashallah. Ja, und dann kommen wir auch schon zu dem dritten Gericht, und zwar zu meinen Blätterteigtaschen, also meine Fleischpasteten aus Blätterteig. Das Rezept dazu, das hatte ich euch ja schon mal hochgeladen. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben. Deshalb zeige ich euch jetzt nicht nochmal, wie ich die zubereitet habe. Einfach nur, wie ich sie halt in den Airfryer hineingegeben habe und dann am Ende wieder herausgeholt habe, als sie fertig gebacken waren. Und auch diese köstlichen Blätterteigtaschen gehen im Airfryer eben sehr viel schneller zuzubereiten als im Ofen. Die Blätterteigtaschen sind natürlich auch nicht ketogen, also sie sind jetzt nicht für die kohlenhydratarme Ernährung geeignet. Aber ich wollte euch einfach nur mal zeigen, was man alles mit dem Airfryer hier zubereiten kann. Dass man damit eben genauso gut backen, wie auch frittieren, wie auch braten
oder grillen kann. Nach diesem Video werde ich euch nochmal ein Video zeigen, wie man noch drei weitere andere Gerichte mit dem Airfryer zubereiten kann. Denn dieses Gerät ist wirklich so vielseitig, man kann so tolle Gerichte damit zubereiten, mashallah. Und deshalb ist es einfach wert, dass ich euch noch ein weiteres Video hiernach zeigen werde mit drei weiteren leckeren und ganz andersartigen Gerichten, inshallah. Für heute war es das dann. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachmachen.